Konnichiwa, hallo und willkommen hier in Düsseldorf bei Tsurumi in unserem kleinen Testlabor. Wir wollen euch heute eine kleine Applikation zeigen, die wir in der Tsurumi Connect Box drin haben. Wir können mit der Tsurumi Connect Box jegliche Sensorik anschließen und heute haben wir ein Sauerstoffmessgerät angeschlossen. Das heißt, wir messen, wie hoch ist der Sauerstoffgehalt in diesem Becken. Momentan signalisiert uns der Sensor, der Sauerstoffgehalt ist in Ordnung. Und wir wollen erreichen, dass hier in diesem Becken immer ausreichend Sauerstoff auch zur Verfügung steht, beispielsweise in Klärwerken. Für die Bildung von Bakterien kann das sehr wichtig sein. Damit die Pumpe jetzt natürlich nicht die ganze Zeit läuft, wenn es nicht notwendig ist, haben wir uns diese Applikation ausgedacht. Und sobald uns dieser Sensor signalisiert, es ist zu wenig Sauerstoff vorhanden, wird die Pumpe automatisch anlaufen. Das Ganze sehen wir sowohl in der Cloud als auch natürlich visuell an der Box. Die Box signalisiert uns grün blinkend, alles ist in Ordnung, ich muss im Moment nicht laufen. Und jetzt werden wir einmal provozieren, dass der Sauerstoffgehalt absinkt. Dazu habe ich hier etwas Natriumsulfid. Das löst eine chemische Reaktion aus. Ich werde das jetzt vorsichtig ins Becken kippen und nach wenigen Sekunden sollte uns das System signalisieren, es ist nicht genug Sauerstoff vorhanden. Es dauert so 5 bis 10 Sekunden schätzungsweise und danach wird die Pumpe anlaufen. Jetzt ist es schon soweit. Und man sieht hier auch sehr schön, wie unser Tauchbelüfter arbeitet. Das ist das sogenannte Venturi-Prinzip. Wir saugen Luft von unten an und es wird halt mit dem Wasser verquirlt. Wenn wieder genug Sauerstoff vorhanden ist, wird die Pumpe nachher wieder abschalten. Das dauert ein klein bisschen, aber auch nicht allzu lange. Wir haben hier ein kleines Becken und da sollte es relativ schnell gehen. Ich schätze mal noch so 10, 20 Sekunden. Dann wird die Box sagen, ich habe genug Sauerstoff und schalte das Ganze wieder ab. Vielleicht noch interessant für uns, wenn Chemiker zum Beispiel anwesend sind und ihr habt ein paar interessante Ideen für weitere Applikationen, bitte in die Kommentare reinschreiben. Wir sind da immer sehr dankbar drüber. Ja. Die Pumpe hat auch wieder abgeschaltet, unser Sauerstoffsättigungsgrad wurde wieder erreicht und unser Video ist damit auch schon am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wir sehen uns wieder bei unserem nächsten Experiment. Dankeschön.